So, Familienangelegenheiten können wir noch machen. Genau, das ist ja da in Ochsenfurt. Da müssen wir sowieso dann irgendwann als nächstes hin. Da gibt's noch eine Quest verfügbar. Jo, dann haben wir hier, glaube ich, erstmal schon mal alles so ein bisschen erforscht. Und dann können wir, glaube ich, so mal demnächst nach Novigrad, würde ich sagen. Wo war der Schmied da? Würde einmal kurz reparieren wollen. Dann holen wir uns da noch die eine Quest. Die verfügbare. Gucken wir mal, was das ist. Wir kommen mit der Hauptquest nicht mehr. So, warte mal, wo war denn der Vogel? Ich glaube, der war hier. Du siehst aber gar nicht gut aus. Mensch. Der bedient erst ab Mittags. Der Teufel aus der Eiche schaut mit Freude. Was denn? Nicht. Quatsch nicht so blöde. Kriegst du Sekundärwaffe. Ah, okay, aber es ist eine Zweihandwaffe. Das ist, glaube ich. Kriegsbeil. Noch nie mit einem Beil gekämpft. Wir haben ein Schwert. Wir nehmen nur Schwerter. Ah, wir können Handwerk, können wir das genau, erstmal reparieren? Bitte. Was? Nee. Zerlegen. Ausrüstung, was ist das? Hier. Ah, okay, cool. Wir können das auch alles zerlegen. Ja, nice. Okay, cool. Ein Monsterhörner, Monsterblut. Können wir das zerlegen? Zwirn. Okay, das können wir in Monster Essenz zerlegen. Xenoblast. Okay, cool. Wir können das alles zerlegen hier. Wenn wir irgendwas herstellen wollen. Cool. Bis dann. Achso. Ich wollte ja mal gucken, ob wir uns was denn anfertigen lassen können hier von dir. Kannst du. Vielleicht können wir. Okay, hier brauchen wir Monster Essence für. Eisenbahren. Okay, gut. Das ist Quatsch. Okay, können wir erst mit Stufe 16? Das ist krass. Glanz, Silberschwert. Oh, okay. Aber da sind wir noch nicht stark genug für. Die Stahlwaffe, die ist besser. Ich stank's auf Vergiften. So. Ah, gut. Da können wir noch nicht viel. Bis dann. Haben wir noch nicht gute Sachen. Was denn? Ja, ist doch gut. Bis dann. Ich will doch laufen. So. Guti, guti, guti. Dann gucken wir doch mal. Gold haben wir ja eine ganze Menge. Eigentlich. Wenn wir irgendwas brauchen. Schon von der Freeheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Ich glaube nicht, dass meinesgleichen da gedient hat. Meinesgleichen würde euresgleichen in den Arsch treten, wenn es sein muss. Können wir die Brücke runterlassen? Nö.
Ah, genau, in die falsche Richtung gelaufen. So, Mist. Sechs Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslaff von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslaff hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Ey, den kann man doch. Mhm. Ist doch Fischfresser, oder? Das sieht man. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Heischrecken. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Mhm. Machen wir das. Zuallererst würde ich aber gerne mal gucken, ja. Ob wir was finden. Wir sind schon wieder Wölfe. Ist hier irgendwas, was man einsammeln kann? Ja. Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen, sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Hm. Der geht die ganze Zeit da rum, der Typ. Aber wir haben ja schon. Oh, das war ja. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Okay. Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit,
die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Ich weiß, wie ich das Problem löse. Ich töte dich einfach. Das für ein Maßsterblicher, der immer meine Göttlichkeit betrachtet, ist des Todes. Auf. Na, so gut war er ja nicht. Können sie wenigstens ihre Kinder wieder ein bisschen mehr ernähren. Schauen wir mal hier, alles abgegrast. Gibt's was Neues? Gute Neuigkeiten. Euer Gott ist tot. Er war ein stinknormales Monster, vernunftbegabt, aber niederträchtig. Er hat euch ausgenutzt, hat sich lauter Doppelkinne zugelegt, während ihr gehungert habt. Was hast du getan? Der Allgott hat uns gewarnt, dass der Tod uns holt, wenn er uns je verlässt. Komm, Trebor, wir müssen es den anderen sagen. Jetzt können uns nur noch Gruppengebete retten. Der Typ war vernunftbegabter als die. So. Mal einmal kurz hier rumrennen, wenn noch irgendwas einzusammeln ist. Aber ich glaube nicht. Ich habe alles eingesammelt. Jo, hier sind keine Kisten mehr. Judy, Tibi-Tobi, haben wir die auch mal schnell nebenbei erledigt? So, wir hätten noch hier Verteidiger des Glaubens. Und diese komischen Fäuste. Gewinnt und Rennen haben wir auch noch. Den Hexerauftrag haben wir noch. Und dann die Schatzsuchen überall. Okay. Dann machen wir mal hier den Verteidiger des wahren Glaubens. Einzig wahren Glaubens. Ah, hier unten. Ja, ich glaube, da unten ist aber... Da werden die Monster ganz schön krass. Na, mal gucken, wir müssen ja nur durchrennen. Richtung muss ich. Ja, reicht ja, wenn wir da durchrennen und dann ist gut. Vielleicht finden wir da einen Wegpunkt. Aber ich glaube, die da unten sind die Monster noch ganz schön heftig. Deswegen sollten wir da nicht kämpfen, glaube ich. Das ist auf jeden Fall besser. Aber wir können das mal als erstes machen, da unten hinrennen. Lauf, Blitze! Oh, Lauf, Blitze! Lauf! Lauf!
war doch irgendwo der Greif, ne? Da sind Leichen nicht weit. Die sind noch ein bisschen krass. Komm schon! Hier unten sind die Monster einfach noch zu stark, glaube ich. Schaffen wir nicht. Ah, selbst die Wölfe sind hier stärker. Die sind Level 5. Diesen haben sie auch zerstört. So, stellen wir den mal wieder auf. Den kleinen Schrein. Schreinstein. So. Gibt's hier irgendwas für mich? Natürlich nicht. Keine Markierung hier. Schnellreisepunkt. Na ja, toll. Kann auf dem Weg bleiben. Vielleicht war ja da vorne noch irgendwo ein Wegpunkt. Ja. Ah ja, okay, cool. Scheiße! Reißt ihr die Eier ab! Sohn einer Ziege! Du bist tot! Zu Papa! Zielt auf sein Arm! Einsatz, Leute, Einsatz! Zack. Nice. Oh, da unten ist noch einer. Alter. Nice. So muss es. Cool.
cool. Gefahr gebannt, Bevölkerung ist wieder da. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlen. Cool, jetzt können wir ja alle einsammeln. Ganz in Ruhe. Mal wieder ein bisschen looten. Ein bisschen Kohle machen. Wüsima. Ja, da war eine Ziegelei. Na jo. Du wirst mir das schon erzählen. Wir sollten den Männern des Barons sagen, dass wir seine Tochter in der Küche. Vielleicht werfen sie uns Wenn ein Mann feierlich gegen einen Pakt verstößt, wird er von einer Waldschlange verschlungen. Einem bösen Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Stimmt das? Will das da? Versuchen Sie alle zu gewinnen. Viel haben die ja nicht hier. Woher kommst du? Hier die Arnestadt. Weißt du, Hexer, was immer die Leute. Geh weg! Ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Cool. Der Geist kam nachts in ihre Hütte gekrochen. Was sagen denn die Leute über mich? Aber das hast du mich doch schon gefragt. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Weil sie die Herrinnen nicht respektiert haben. Stimmt das? So, hier sind ja noch ein paar Hütten. Hier nochmal gucken. Aber hier ist auch nicht viel. Aber jedes bisschen hilft uns, ne? Das 8 Gold haben wir ja eigentlich. So. Geht ja jetzt nur noch um die ganzen Sachen hier einsammeln. Damit wir alles herstellen können, was wir brauchen. So an Hexerausrüstung und so. Oh, hab ich was übersehen? Ein Fass. So, dann reden wir mal noch mit dem Kaufmann. Mal gucken. Sei gegrüßt. Jo, hallo. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Okay, dem haben wir schon gesprochen. Was haben wir? Ein Ausdauersattel. Schön. Ich glaube, ich verkaufe das nicht. Ich zerlege das einfach alles, oder? Außer die Felle vielleicht. Weil die Felle geben echt viel Kohle. Schweinehaut. Ziegenfell. So, aber das hier gibt ja alles nichts. Ja, halt ziemlich wenig. Leb wohl. Also die Felle können wir dann verkaufen immer. Das lohnt sich noch, aber nicht. So, sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch. Achso. Ich bin ja noch gar nicht hier. Gibt's hier keinen? Achso, doch, wir sind jetzt wieder hier drüben. Sehr gut. Dann sind wir ja fast. Das
sind wir ja fast bei einem Wegpunkt. Das ist ja schon mal gut. Plötze rennen wir hinterher. So. Tja, Plötze kannst du mithalten, wa? Ein Wettrennen mit meinem Pferd. Was? Ja, okay, die schaffen wir nicht. Hier war jetzt auch kein Wegpunkt, ne? Ach, ist das kacke. Muss ich jetzt echt hier den ganzen Weg zurückrennen? Also die Monster werden ja nicht viel schwächer. Also hier unten schaffen wir das leider noch nicht. Die Frage, ob ich da jetzt rankomme. Ohne dass ich sterbe. Vorbeireiten. Ist jetzt so. Komm schon! Plötze. Komm schon. Ist der Greif wieder? Haben wir das geschafft? Gnadenreiche Werner. Ah, sehr gut. Hier ist ein Weg. Und du? Ah ja, jetzt sind wir hier. Okay, cool. Cool, da gibt es eine neue Quest. Guck an. Hier auch? Okay, die haben sich aktualisiert jetzt, oder was? Hm, vielleicht kam eine neue Monster. Weiß man nicht. Ein Sturm, verdammt. Seid ihr diejenigen, die in Velen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester. Nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral. Oder gar keine Moral mehr. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Das System hat mir gefallen. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Au.
letzte. Bam, Junge. Da war ein rechter Haken. Cool. So, damit haben wir die jetzt abgeschlossen, glaube ich. Sehr gut. Oh, wenn wir schon dabei sind, dann können wir jetzt eigentlich auch noch die fliegenden Fäuste machen, oder? Dann müssten wir auch langsam nochmal zurückkehren und unsere Dings abholen. Jo, und dann müssen wir noch mit dem Dorfältesten langsam mal reden. Okay, jo. So, mal gucken hier. Taverne zum Scheideweg. Okay, der will da oben. Da unten gibt's dann auch wieder was zu tun. Also. Ja, vielleicht neue Hexeraufträge. Mal schauen, mal. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall cool. Die Anschlagbretter sind immer gut, ey. Da gibt's immer Kinder, was. Kommt rein. Okay, nee, ist nicht gleich. Jetzt. So. Das ist gut, ja. Na los, Leute! Will denn keiner gegen den Schmied antreten? Auf den Sieger wartet ein Preis! Was willst du? Du suchst Ärger. Lass es bleiben. Er kommt schon von allein. Ich muss erst mal mit dem kämpfen. Ja. Was? Was gibt's, Grauer? Mensch. Der Schmied hier ist der stärkste im Dorf. Ja, du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Ja. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Was sagst du? Ja. Ja, bitte. Wo muss ich unterschreiben? Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Ja. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Ja. Steht außerhalb. Na los. Komm erstmal her hier. Ich kann ihn nicht treffen. Cool. Fuck. Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich an gut, dass wir gespeichert haben. Gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Oh, Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Lade, lade. Lade, lade, ballade. Jetzt haben Leute, du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons... Du siehst wie ein... Ja, kann losgehen. Kann losgehen. So, jetzt aber... Alles hin... Der Hexer... Ah, sehr schön. Ah, jetzt kann ich noch treffen, Junge. Bumm. Au. Arm, Junge. Aus der Tür raus. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Wenn du den amtierenden Meister suchst, dann geh nach Krähenfels und frag nach dem Feldwebel.
Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Woran denkst du? Nur so von schrecklichen Wesen, du so. Belästige uns arme Blender. Leute nicht länger. Ja, will ich doch gar nicht. Sei gegrüßt. Hallo, Wirt. Etwas zu trinken. Ja, der hat noch eine Gewinnkarte, cool. Ah, der hat auch Kirschlikör. Nice. Ich glaube, wir sollten mal anfangen, diesen Kirschlikör zu kaufen, weil... Ja, wir brauchen den Kram. Ich weiß noch nicht, ob das hier so günstig ist mit 265, aber... Na gut. Diesen Kirschlikör brauchen wir halt für allen Kram. Bevor ich jetzt hier wieder die Wörter abklapper mit dem ganzen Kram. Unser Geld Danke. Verdienen wir ja. Leb wohl. Woher kommst du? Judy! Okay. Achso, das geht weiter. Das ist so eine Endlos-Quest, oder? Welt will um den Titel von wählen. Okay. Na gut. Dann machen wir das auch noch. Haben wir noch Zeit, ein bisschen. Kriegen wir alles hin hier. Ach, guck mal, dann können wir auch gleich das Anschlagbrett mitnehmen. Das trifft sich doch alles hervorragend, Leute. So muss das. Hauptquest müssen wir. Hauptquest müssen wir auch noch machen. Auf jeden Fall. Willst du dir Dorf für Dorf die Börse, oder wie? Jupp. Ah, hier, Hexer gesucht. Nice. Die Wettermacher haben uns Regen gebracht. Wie? Ich brauche ein... Ja, mal gucken, was der so kann jetzt hier. Wir sind ja jetzt Level 10. Ah, jetzt können wir hier diese Fährtenleser-Handschuhe... Also die sind plus 6 auf jeden Fall. Greifenhandschuhe, achso, genau. Die können wir ab Stufe 11 tragen, die haben wir ja schon. Die können wir auch ab Stufe 11 tragen, genau. Da war ja auch die Greifenhose dann. Pferdenleserhose, die könnten wir schon tragen. Die macht plus 14. Nicht schlecht. 16. Was haben wir denn hier? Okay, wir könnten uns auf jeden Fall einiges anfertigen. Ich glaube, wir sparen lieber auf die Hexer-Ausrüstung. Leb wohl. Bisher jeden weg. Bin bereit. Ha! Wen haben wir denn da? Kämpfen wir. Bauen wir weg. Fangen wir an. Na schön. Komm zu Papi. Na los.
Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Bam, bam, bam. Da war eine Kombination. Bam, Junge. Den haben wir die Fresse poliert. Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Schon wieder Fischfresse hier, oder? Und zwei Splitter aus dem Arsch. Nice. So, mal einmal kurz zur Truhe gehen. Geh mir aus den Augen. Einmal alles reinpacken. Kleiner Pisser. Oh, die Bolzen nehmen wir mal alle mit hier. Die machen ja nicht viel. So. Hier. Bevor wir das hier noch zerlegen können, aus Versehen. Was war das? Geh mir aus den Augen. Mach ich doch schon. So, wir haben eine neue Hexer-Auftragsquest. Das hier war? Sprich mit dem Jäger? Keine Ahnung. Level 20? Hm. Na ja gut, schade. Okay, aber wir haben das, die Nebenquests jetzt auf jeden Fall alle weg. Das ist schon mal in Ordnung. Dann können wir jetzt eigentlich zur Hauptquest übergehen. Langeweile? Dann schauen wir mal weiter. Der Dinge, die da noch so kommen. Auch wenn ihr da keine Aufträge kriegt an diesen Anschlagbrettern, auf jeden Fall immer mitnehmen, die Sachen, weil ihr da auch Fragezeichenorte freischalten könnt. Also nicht, dass ihr die dann erledigt, sondern dass ihr die dann auf der Karte seht. Gerald, danke für alles. Da. So, ich würde einmal noch mal kurz zu dem Anschlagbrett da unten. Alter, warum ist denn das hier so? Einmal noch mal kurz zu dem Anschlagbrett unten gehen. In Niederwürr gibt es jetzt auch was Neues, okay. Und dann würde ich mich von hier oben... Ja, entweder gehen wir kurz erstmal hier hin. Ich glaube, das ist genau das Ochsenfurt. Gehen wir erstmal nach Ochsenfurt und dann gehen wir nach hier oben überall, wa? Erstmal gucken, was die hier unten noch wollen. Von uns. Vielleicht finden wir da ja auch noch eine Quest. Schlagbrett. Ist doch gar nichts. Gibt es jetzt aber, glaube ich, auch nichts, ne? Das ist einfach nur ein Bug, dass das so angezeigt wird. Hey,
Hexer, hab Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder. Das hat wehgetan. Mama sagt, wenn ich drauf bin, schickt sie mich auf den süßen Pfad. Doch, jetzt auch nichts. Gut. Ja, jetzt ist die Frage. Also, wir haben jetzt ja Quest. Also, wir können jetzt noch nach Ochsenfurt. Aber wir machen erstmal das hier. Mal gucken. Erstmal die Hauptquest weiter. Ah, ja, genau. Jetzt sind wir nämlich auch schon da. Ja, ich soll planen. Alles ihr wollt. Hallo. Hallo. Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Du weißt also, wer mich geschickt hat. Gut, das macht es leichter. Vergib. Ich wusste nicht, dass dich die Herrinnen des Waldes schicken. Helfen sie euch oft? Nach dem Beschnitt gehört ihnen jedermann. Sie können hart sein, aber sie sind gerecht. Anspruchsvoll auch. Oh, je, je. Aber im Leben wird einem nichts geschenkt. Wer hat den Pesthauch vertrieben? Wer hat uns Saatgut gegeben? In den anderen Dörfern essen sie ihre eigenen Schuhsohlen. Uns hier geht es gut. Oh, so. Hast du die Herrinnen des Waldes jemals gesehen? Nie. Sie zeigen sich nur den Auserwählten. Vielleicht werde ich auch eines Tages gerufen. Ja. Hast du von einer aschblonden Frau gehört, die bei den Herrinnen des Waldes war? Davon weiß ich nichts. Frag die Herrinnen, vielleicht antworten sie. Sie wissen alles, was in Wählen geschieht. Sie haben Informanten. Die Wälder lauschen für sie. Ein Wort zur falschen Zeit kann ihren Zorn heraufbeschwören. Doch sie hören auch Bitten und Gebete. Einst verlor ein Schweinehirt eine Sau. Er saß weinend an der Wegkreuzung, als die Sau wie vom Teufel gejagt durch die Bäume brach und auf ihn zurannte. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Okay. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Okay. Klingt nach Hauptquest. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle, da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt.
Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Vor den Hals abschneiden. Mehr. Kann ich jetzt speichern? Danke. Die wilde Jagd holt sie alle. Tja, na gut. Gucken wir mal. Hört sich ja nach Fluch an. Was ist da? Halbu. Und ein Wasservibe, so wie es sich anhört. Na, Wasservibe. Muss doch noch mehr sein. Na, guck mal da hin. Jo, Bärenstahlschwert. Überlegenes Bärenstahlschwert. Okay, schön. Brauch erstmal das normale Stahlschwert. Deswegen sieht nach Regen aus. Immer umgucken. Reißzahnabdrücke. Okay. Dem Baum. Das ist nicht dein Tag. Zack. Zu bieten hast. Geh fort! Geh fort! Die Mächte beugen sich nicht! Jawohl! Zeig dich, ich will mit dir reden. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Nehmen wir mit. Gut, hey, hey, ich bin's. Gut. Nice, 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 nice. Kommen wir jetzt hier rein? Das ist kein Bild mehr.
hier geht's rein. Du das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos, ein Blätterlabyrinth. Die Kinder, ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich, ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort, bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Nee. Auf keinen Fall. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen. Nach Art Zerwin. Sie werden alle sterben. Lasst mich sie retten. Warum jetzt? Die Mumen. Was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume.
wählen, ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich gegen dich. Ich hänge deinen Kopf an den Leben. Leben. Tja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob das richtig war, aber warum sollte die jetzt den Kindern irgendwas antun? Das war jetzt für mich nicht klar, also das ist ja, das ist Quatsch. Und ich glaube da, ich glaube nicht, dass die helfen wollte, ich glaube, die war eher so verbittert, dass die ein Fluch war. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Momen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinten. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Krasser Scheiß. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen.